Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Multiplayer Video. Ich habe wieder richtig Bock zu zocken, bis gewiss Matchmaking kickt. Auf jeden Fall haben wir heute eine ganz besondere Waffe und zwar ist das einer der ersten DLC-Waffen, die es in Modern Warfare dieses Jahr gab. Und zwar geht es um keine geringere Waffe als die Ram 7, auch wirklich einer der stärksten Sturmgewehre. Allerdings so viele Leute spielen die Waffe gar nicht. Deswegen zeige ich euch natürlich auch im Verlauf des Videos mein bestes Klassen-Setup mit der Waffe und wir werden natürlich im Verlauf des Videos noch über ein paar Sachen reden, die jetzt in Zukunft kommen werden. Und ich habe mir noch so eine kleine Challenge überlegt. Und bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, keine Modern Warfare Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, würde mich echt mega freuen. Und ich würde sagen, labern wir gar nicht so viel, wir sehen uns in der Runde. Let's go! So, hier haben wir auch schon die Ram 7, da ist auch der erste Gegner und mein Aim ist absolut schlecht, aber wir haben den Gegner relativ schnell gedroppt, also die Waffe ist auch wirklich extrem stark, muss ich sagen. Eigentlich sollte diese Woche ja Season 4 droppen, allerdings hat sich Call of Duty dazu entschlossen. Eigentlich sollte diese Woche ja die Season 4 in Modern Warfare droppen, allerdings hat sich Call of Duty dazu entschlossen, wegen der aktuellen Lage in den USA das Ganze zu verschieben, was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Rassismus geht auf jeden Fall gar nicht klar und deswegen ganz klar, nein zu Rassismus, ist absolut unnötig, jemanden irgendwie zu hassen, wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Nationalität. Einfach, ich habe die Einstellung, wenn jemand korrekt zu mir ist, bin ich auch korrekt zu ihm. Natürlich kann sich auch nicht jeder mit jedem verstehen, allerdings sollte dafür der Grund niemals irgendwie die Nationalität oder die Religion oder sonstiges sein. So viel auf jeden Fall jetzt erstmal zu dem Thema und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen mehr aufs Gameplay. Ich versuche ein bisschen mehr die Ram 7 zu zeigen. Digga, das ist mein Charakter, was? Warum? Wir sind... Was habe ich dir getan? Du hast diesen Tod so verdient. Um das Video ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir auf jeden Fall eine kleine Challenge überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich muss in diesem Video, beziehungsweise in dieser Aufnahme, den Orbital-Satellit erreichen. Falls ich das nicht schaffe, ist die Bestrafung, dass ich wirklich einen ganzen Löffel von allen möglichen scharfen Sachen, die ich in meiner Wohnung finde, ja, essen muss. Ich glaube, ich sollte mir jetzt echt schon ein Glas Milch hinstellen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Modern Warfare wirklich aktiv gerade am Zocken seid oder ob ihr jetzt irgendwie was anderes habt, was ihr aktuell zockt. Bei mir ist das Ganze so, ich bin zurzeit tatsächlich gar nicht so viel am Modern Warfare spielen, weil einfach die Lobbys einfach immer dasselbe sind. Du triffst gefühlt nur noch Tryhard. Durch Skillwise Matchmaking ist jede Lobby einfach dasselbe. Irgendwie ist so ein bisschen die Luft im Multiplayer und auch im Warzone-Modus raus. Ich hoffe, dass da relativ bald bzw. irgendwann in Season 4 kommen wird und wir dadurch noch ein bisschen mehr Abwechslung in den WoW bekommen. Denn so wie das Ganze jetzt ist, ist der Multiplayer so gut wie unspielbar geworden. So, komm schon. Ich muss diesen Orbi erreichen, das kann nicht sein. So, komm schon. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Ah, diese Waffe, es schmeckt einfach so. Es macht einem so viel Spaß, die Gegner damit wegzulasern. Let's go! So, wir müssen rein da. Da ist unten. Nein, nein, nein. Komm schon, komm schon. Drei Kills. Woher war ich? Fick mein Leben. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sehen, wie heftig diese Waffe ist. Zwei, drei. Drei Schüsse auf den Kopf und der Gegner ist absolut weg. Digga, was mache ich gerade mit den Gegnern? Let's go. Ich brauche diesen Orbi. Komm, ich muss aggressiv. Nein! Diese Schmutzmap, dieser Hut. Das Problem, was Modern Warfare hat, ist natürlich auch, dass dieses Game quasi von den Entwicklern rein für neue Spieler gemacht ist. Die wollen ja quasi einfach nur neue Spieler gewinnen, was natürlich vollkommen okay ist. Allerdings der Preis dafür ist halt einfach, dass Spieler, die wirklich Erfahrung in COD haben, auch länger COD spielen und auch natürlich auch dadurch ein bisschen besser sind, einfach gefühlt dadurch benachteiligt sind, weil man halt einfach gegen gleich gute Spieler in Lobbys kommt. Die Maps sind halt einfach so aufgebaut, dass du quasi hinter jeder Ecke bzw. an jedem Spot der Map irgendwie einen Spot hast, wo du campen kannst bzw. wo ist er? Beziehungsweise irgendwo dich hinlegen kannst oder irgendein Haus hast, wo du reingehen kannst, um dir einfach durchs Campen irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Was natürlich nicht so nice ist, der geht auf mich, der geht hoch. Wieso? Ist natürlich im Endeffekt sehr, sehr schade, denn Modern Warfare ist wirklich eins der besten CODs der letzten Jahre und auch allgemein das Movement von dem Game ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Man hat so ein gutes Movement. Allerdings diese Sachen, die ich jetzt eben aufgezählt habe, sind natürlich in einem Call of Duty schwerwiegende Sachen. Einfach ganz normal klassisch gehaltene Maps, ohne jetzt irgendwie großartig viel Gebäude und Headlitch-Spots und Möglichkeiten, sich irgendwo zu vercampen. Im Endeffekt ist es ja so, dass selbst in Modern Warfare 2 es extrem viele Noobs gab und die Leute das halt einfach gefühlt vergessen, weil MW2 damals auch so viel Spaß gebracht hat. Allerdings gab es in MW2 so viele Leute, die mit den Noob-Tubes gespielt haben und nur Cross-Map die ganzen Gegner geholt haben und sich dann im Endeffekt einfach wieder nur eine neue Klasse geholt haben, um dann direkt weitermachen zu können. So, ich zeige euch jetzt mein Klassen-Setup für die Ram 7. Testet das Ganze gerne aus. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich muss sagen, die Ram 7 ist wirklich eine sehr, sehr starke Waffe. Auch einer der stärksten Sturmgewehre, muss ich sagen. Ich habe zwei Varianten, wie ich die Ram 7 aktuell spiele. Einmal für zum Beispiel Maps wie Shoothouse, quasi ein bisschen mehr auf kleinere Distanz und dann einfach noch ein bisschen
bisschen auf größere Distanz. Die Waffe ist auch sehr gut in Warzone übrigens. Auf jeden Fall für die erste Klasse, für kleinere Maps, nehmt ihr beim Lauf den FSS Ranger Lauf für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Ihr seht schon, wie heftig die Reichweite dadurch steigt und natürlich die Präzision und die Kontrolle steigt natürlich auch nochmal mit diesem Lauf. Dann habe ich den taktischen Laser für die ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität und Zielstabilität beim Laufen. Dann beim Schaft habe ich den FDRC-Schaft. Für die Zielstabilität natürlich könnt ihr auch zum Beispiel die Geschwindigkeit beim Ziel nehmen oder die ZV-Geschwindigkeit. Aber mit dem FDRC bin ich eigentlich am besten klargekommen. Dann habe ich noch den Ranger-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Zielstabilität. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist bei der Munition das 50-Schuss-Magazin, denn sonst habt ihr wirklich sehr, sehr wenig Munition. Und das ist auf jeden Fall die erste Variante der REM 7. Also die ist eher, wie gesagt, so für kleine Maps. Natürlich könnte man sie noch ein bisschen umbauen, dass sie für ganz, ganz kleine Maps wie Shipment auch ein bisschen besser geeignet ist. Aber so ist die REM 7 auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Und jetzt zeige ich euch noch das zweite Klassensetup, das noch ein bisschen mehr für die Distanz ausgelegt ist. Hier nehmt ihr bei der Mündung den Monolith-Challenger für die effektive Reichweite, dass ihr quasi noch ein bisschen bessere Präzision und natürlich auch noch ein bisschen bessere Reichweite mit der Waffe habt. Im Lauf wieder den FSS Range Lauf, den taktischen Laser, wieder den Ranger-Vordergriff und wieder das 50-Schuss-Magazin. So ist die Waffe auf jeden Fall sehr, sehr gut, vor allem auf größeren Maps. Allerdings, wenn ihr Warzone spielen wollt und noch ein bisschen auf weitere Distanz auch gute Präzision haben wollt, nehmt am besten einfach den Laser weg. Klatscht hier stattdessen einfach den FDRC-Schaft drauf. Dann habt ihr quasi auf die Distanz noch ein bisschen bessere Kontrolle bzw. ein bisschen bessere Präzision. Wie gesagt, testet die REM 7 aus. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go! So, wir versuchen jetzt noch ein bisschen den Orbi zu erspielen. Die Lobbys sind heute wirklich wieder ganz, ganz schmackhaft. Nicht. Orbi. Er hat den Orbi erreicht. Eins vor Orbi. Oh, da ist der Orbi. Da ist der Orbi. Ah, let's go. Oh, Digga, diese Waffe ist wirklich heftig. Es war wirklich extrem Glück, dass der Teammate da den Orbi vorher schon rausgehauen hatte, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solche Challenges sehen wollt, beziehungsweise ob ihr auch irgendwelche Vorschläge habt für Challenges, die ich machen kann, immer so nebenbei in Videos. Irgendwie war die Aufgabe jetzt ein bisschen zu einfach, deswegen versuche ich das Ganze nochmal, ohne dass ich quasi irgendwie die Hilfe von einem... Digga, was ist mit diesem Tauben los? Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal versuchen, den nächsten Orbi klarzumachen. Die Leute, die immer im Stream dabei sind, wissen natürlich auch, dass ich zurzeit ein extremes Problem mit einem Soundbug in Modern Warfare habe. Das heißt quasi, ich höre keinen vernünftigen Gamesound, beziehungsweise ich höre die Schüsse ganz normal, aber Schritte höre ich so gut wie gar nicht. Was natürlich in einem CD wie Modern Warfare wirklich sehr, sehr belastend ist. Guckt ihn euch an. Gegen sowas muss ich spielen, er liegt einfach da. Wir müssen jetzt ultra schwitzen. Es gibt ja zurzeit wieder neue Gerüchte, beziehungsweise auch so kleine eventuell Leaks über das neue Call of Duty, was jetzt dieses Jahr vermutlich droppen wird. Und zwar soll das ja angeblich Call of Duty Black Ops Cold War sein. Ich hoffe auf jeden Fall, es wird ein Call of Duty, was ungefähr in der Black Ops 1 Zeit spielen würde. Das wäre schon extrem nice, denn Black Ops 1 war wirklich ein extrem nice Call of Duty. Es gab gute Waffen, es gab gute Maps, beziehungsweise die Maps haben eigentlich nicht wirklich viel damit zu tun. Allerdings dieses Game, dieses Feeling um dieses Game herum war wirklich extrem nice damals. Schreibt mir auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von den Leaks beziehungsweise Gerüchten über das neue Call of Duty, was dieses Jahr hoffentlich droppen wird? So, ich würde sagen, letzter Versuch, um nochmal den Orbi zu schaffen. Ich muss jetzt wirklich extrem reinschwitzen. Ich werde hier komplett durch die Gegend gelasert, Digga. Was ist das? Komm schon. Er ist da oben. Er geht auf mich, er geht auf mich. Ja. Schade, da ich die Challenge nicht geschafft habe, obwohl ich sie eigentlich doch geschafft habe, aber ich dann doch gesagt habe, ich muss es doch nochmal schaffen und ich verkackt habe. Habe ich jetzt hier einen Löffel, verschiedene scharfe Soßen und nochmal ein Chili-Pulver, was auch sehr, sehr scharf ist. Und ja, wir werden das Ganze gleich probieren. So, die erste Soße, Outback Hot Burning Soße. Ich glaube, das Schlimme ist gar nicht mal so wirklich die Schärfe, sondern einfach dieser ekelhafte Geschmack von diesen unterschiedlichen Soßen. Ich glaube, es passt halt einfach gar nicht vom Geschmack her. Ach, Digga. Und zum Schluss natürlich noch das gute alte Chili-Pulver. Ah, ich weiß nicht, kann man das sehen? Sieht man das? Ich werde sterben. Mmh. Oh, Digga, es kommt jetzt erst. Schmeckt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne Challenges für kommende Videos in die Kommentare. Würde mich auch mega freuen. Und ja. Ich muss jetzt erstmal Milch suchen. Leute, das wär's mir. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.